Was für ein toller Film. Warst du schon immer ein großer Wendy-Fan? Ja, schon immer. Jedes Mal, wenn ich mir ein Heft aussuchen durfte, war es die Wendy. Ich lese es jetzt immer noch und ich habe echt viele Wendy-Hefte zu Hause. Also ein Pferdemädchen. Ja, schon. Weshalb denkst du, dass Wendy so beliebt ist bei den Kindern? Wendy ist ja so auch in den Comics und so ein richtig faires Mädchen und sie kann toll reiten und ist stark mit Pferden vertraut und deswegen, glaube ich, mögen viele Kinder Wendy. Genau. Was ist das Besondere an Dixie? Dixie hat im Film, wird ja gespielt von Larimar und der hat ja ganz tolle blaue Augen und die sehen halt sehr ausdrucksstark aus. Und Dixie ist ja ein Zirkuspferd und es kann sehr viele Tricks. Hast du dich sofort mit ihm verstanden? Ja, total. Und weshalb passt er so gut zu Andy? Naja, also wir haben erstmal beide blonde Haare. Stimmt. Und Wendy ist ein ziemlich kreatives Mädchen. Das finde ich, bin ich auch, weil ich zeichne genauso gerne wie Wendy im Film. Und ja, das ist eigentlich das so, was wir so für Gemeinsamkeiten haben. Wendys Vater wollte zuerst nicht, dass sie auf Dixie reitet. Kannst du das verstehen? Naja, Wendys Vater hat Angst um Wendy, weil Wendy hatte ja früher so einen schweren Reitunfall, weil sie vom Pferd gefallen ist. Und ihr Vater hat dann halt Angst, dass es ihr nochmal passiert. Und deswegen will er nicht, dass sie auf Dixie reitet, weil Dixie ist ja für ihn total komisch, weil er ja ein Zirkuspferd ist. Und Wäre es gescheiter gewesen, wenn sie sofort nach dem Unfall wieder gereitet hätte? Sie hat ja diesen schlimmen Unfall gehabt und da ist ihr Bein ja quasi kaputt gegangen, so ganz viel, also gebrochen, alles und so. Und deswegen wäre es am besten, dass sie jetzt nicht wieder aufgestiegen wäre. Vielleicht, ja. Ja. Hast du denn eine Idee, wie es weitergehen könnte? Es müssen, mal gucken, ob die Geschichte überhaupt weitergeht. Erstmal müssen schön viele Leute ins Kino gehen. Und damit man sich nochmal überlegen könnte, wie es weitergeht. Aber ich habe schon eine Menge Ideen eigentlich. Okay. Denkst du, der Film ist auch etwas für Jungs? Ja, auf jeden Fall, weil Wendy hat ja im Film einen Bruder, Tom, und der macht auch ziemlich witzige Sachen. Hast du einen Trick, wie du den ganzen Text auswendig lernst? Naja, so einen Trick gibt es da eigentlich nicht. Es gibt. Man muss sich das halt jeden Abend, gucke ich mir das zum Beispiel vorher nochmal an und gehe das nochmal durch. Und wenn es einem Spaß macht, ich hab ja Spaß an Sachen auswendig lernen, und dann fällt es einem nicht so schwer. Das bringt dir sicher auch was in der Schule. Ja, auf jeden Fall, wenn ich Merktexte auswendig lernen muss. Wie gehen deine Freunde mit deinem Hobby um, dem Film drehen? Also, sie freuen sich immer für mich, wenn ich wieder eine Rolle habe oder so. Da freuen sie sich total für mich. Aber sie haben ja selber auch ganz coole Hobbys und da freue ich mich auch für sie. Hast du eine Wunschrolle? Irgendeinen Charakter, den du unbedingt mal spielen möchtest? Ja, ich würde sehr gern mal eine Zicke spielen, so eine richtig fiese. Wüsstest du auch in welcher Geschichte? Ich kenne eine Geschichte und da ist auch so eine richtig coole Zicke drin. Soll ich sagen? Ja, gerne. Das heißt Liliane Susewind. Und das Okay. sind so Hörspiele und die höre ich ganz gerne. Wie fühlt es sich denn überhaupt an, einmal sich selbst auf der Leinwand zu sehen? Ich bin vorher immer total aufgeregt und es ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Und man erinnert sich dann eher auch so dran, wie der Dreh zu diesem Zeitpunkt war und so. Und das weckt eher Erinnerungen. Ich achte gar nicht mehr so auf mich selber. Möchtest du denn irgendwann wirklich Schauspielerin werden als Beruf oder lieber etwas mit Pferden? Also im Moment ist Schauspieler mein Traumberuf. Also ja, schon, aber ich habe ja noch Zeit. Wie waren deine Co-Darsteller? Die waren total nett. Also wir haben uns super verstanden und es waren ja so richtig viele Kinder da und da haben wir ganz schön viele Späße gemacht in der Pause. Was können denn die erwachsenen Schauspieler noch von euch Kindern lernen? Ich würde sagen, wir können es eher umgekehrt. Wir können was von den Erwachsenen lernen, weil von denen kann man sich ganz schön viel abgucken. Hattet ihr einen guten Zusammenhalt auf dem Set? Ja, sehr viel. Also wir haben uns alle super verstanden. Es waren total nette Leute und auch total viele. Und ja, es war super. Gab es eine Szene, die du absolut lustig fandest zum Drehen? Ich finde diese ganzen Szenen, wo Wendy und Dixie alleine auf den Wiesen spielen und heulen und so, die fand ich total gut.
Und dann noch die eine Moor-Szene, da sind Vanessa und Wendy stecken da im Moor fest und die ist auch sehr cool. Also es war auch ein witziger Dreh. Rivalitäten mit Vanessa gab es gar nicht? Wie? Nein, also am Set nicht, gar nicht. Was hast du denn auf dem Set gemacht, während du nicht gedreht hast? Naja, man hat ja, also an der Basis, so nennt man da, wo man gerade nicht dreht, da stehen ja ganz viele Wohnwagen rum. Da ist ein Maskenmobil, ein Kostümmobil und ein Cateringmobil. Und da gibt es auch Aufenthaltmobile. Und da spielen wir manchmal Karten oder lesen oder hören Musik oder so. Hattest du immer etwas zu tun? Ja, immer. Was war dein Lieblingstier auf dem Set? Natürlich Larimar, der Dixi. Und ich mochte auch das Schwein Eberhard sehr gern. Okay. Das war sehr witzig. War sehr süß im Film. Ja. Hattest du viel Reitunterricht? Für den Film hatte ich schon Reitunterricht, aber also damit ich es nochmal auffrischen kann, so die Grundlagen kenne, und dann hatte ich nochmal das spezielle Training mit Larimar, damit wir uns kennenlernen. Warst du schon mal in den Sommerferien auf einem Reiterhof? Ja, aber das ist schon länger her. Schon lange her. Das habe ich immer genossen, weil wir selber auch kein Haustier haben oder so. Empfiehlst du es denn Eltern, mit ihren Kindern auf einem Reiterhof zu gehen? Ja, weil dann, das macht halt Spaß, weil überall laufen Pferde rum oder Hühner oder auch ein Bauernhof wäre auch richtig schön, da mal hinzugehen. Konntest du auch eigene Ideen in den Film reinbringen? Man kann ja auch manchmal Sachen improvisieren, also ein paar Textstellen reinbringen, aber so richtig daran rumdrehen durfte ich nicht. Okay. Gibt es denn einen anderen Tierfilm, den du absolut liebst? Es gibt so einen Animationsfilm, der heißt Konferenz der Tiere. Also das ist jetzt nicht so mit Pferden und so, aber es ist trotzdem sehr witzig. Ein sehr cooler Film. Mit einem coolen Soundtrack vor allem. Ja. Wie siehst du denn deine Zukunft? Also, ich würde gerne die Schule schaffen und so. Also erstmal schön weiter pauken und so. Und dann gucke ich, was ich für einen Beruf machen möchte. Aber im Moment ist es Schauspielerin werden. Möchtest du denn einmal ein eigenes Pferd haben? Oder generell Tiere? Ja, ich wollte schon immer gerne meinen Hund haben. Aber das haben wir jetzt halt nicht, weil ich habe auch meine beiden Geschwister. Und das reicht, glaube ich. Ja. Vielleicht später mal. Wie war die Zusammenarbeit mit der Regisseurin? Also die Regisseurin Dagmar, die war total lieb und die konnte auch richtig gut einem vermitteln, was sie möchte. Und deswegen war echt eine gute Zusammenarbeit mit ihr.